Ja, hallo. Wieder auf der Map Kleines Land. Ja, in der letzten Folge haben wir ja dieses kleine Problemchen mit den mit dem Schlachthof beseitigt, erledigt, getan, gemacht. Und ja, jetzt geht das hier weiter. Nun geht das hier weiter. Jungchen, ich muss einsteigen. Doggy. So. So. Mach die Tür wieder zu. Irgendwie bin ich aus der Puste. Willkommen an Ihrem Feld. So. Wieso habe ich jetzt die Drecke ausgemacht? Ich bin ein Vollhung. Willkommen in Ihrem Feld. Ja, grüß Gott. Schneid werde ich es noch machen. Und dann müssen wir das senken. Nicht zusammenklappen. Nein. Senken. Habe ich das jetzt alles richtig? Ja, ne? Sieht gut aus. Gut. Das können wir auch wegmachen. Handbremse ist los. Auf geht's. Ah, Mann, ey. Ja, das mit dem Schlachthof, ne, das war ja wieder der Knaller, oder? Jetzt weiß ich auch wieder, wo ich das zuerst runtergeladen hatte, bei Modland. Und das war wohl keine gute Idee. Habe ich den noch mal bei Korn ab. Korn ab, genau. Auf der Seite, die auch von Sachsen Let's Player, oder er nennt sich da ja auch so rum. Da direkt runtergeladen und siehe da, es funktioniert auch. Ich meine, gut, vorher mit den Kühen war mein Fehler, ganz klar. Es müssen halt Schweine hin und keine Kühe. Aber nun gut. Naja, wenn ihr habt es ja wahrscheinlich gesehen, in der letzten Folge habe ich euch dann auch den Link da unten mit reingesetzt, damit ihr dann auf jeden Fall das Richtige bekommt. Dann seid ihr auf der sicheren Seite, möchte ich mal so sagen. So bin ich dann so aus der Puste. So weit Weg war der, so weit Weg, ja. So weit war der Weg doch gar nicht bis hier zur Wiese. Vom Hof aus. Aber so die alten Männer können da mit dem Rennen nicht mehr so ab. Heieieiei. Ja, ich hätte das vielleicht auch so ein bisschen, das ein bisschen rund, ne, dass man so nicht immer absetzen muss. So weißt du. Aber jetzt habe ich mit Sicherheit was stehen lassen. Nun denn, nun denn. Da müssen wir sehen, dass wir unsere Soja langsam gereift wird. Hoffen wir mal so schnell, ne, dass wir die verscheuern können. Weil wegen Talers auf Konto. Hier das Schneidwerk habe ich mir ja schon geliehen und dann muss ich mir den Schwader mieten und den Wender muss ich mir mieten. Ja, Presse habe ich. Ja, müssen wir mal kicken, wie wir so klarkommen.
oder ich muss Holz schlagen, sprich Bäume fällen und das Holz verkaufen. Das wäre auch noch eine Option. Oder eben gucken, ob wieder mal ein paar Aufträge. Ne? Weil letztens habe ich die alle runtergearbeitet, da war ja nichts mehr. Mal gucken. Irgendwie, guck mal, das ging ja relativ gut hier eigentlich. Irgendwie brauchen wir noch Talas, das hilft alle nichts. Wie sagte mein Opa schon, ohne Moos nichts los, ne? Das ist doch mal so. Oh, da die Ecke ist ja doch noch. Hä? Weit habe ich gedacht, naja, egal. Egal, egal, egal. Ach, da fällt mir gerade ein. Man hatte mich gefragt, wo ich das Regal weg habe, welches für diejenige ich da in die Halle gesetzt habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe es irgendwo, aber ob das jetzt bei Modhoster war oder bei ModHub, ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe das Ding schon eigentlich relativ lange. Mal irgendwo ausbaggern kann, wo ich das weg habe. Aber im Moment weiß ich das echt nicht. Tut mir wirklich leid. So. Ich glaube, da hatte man mich auch schon mal nachgefragt. Ich kann es wirklich nicht sagen. Leute, ich schäme mich auch dafür. Aber es ist halt so. Und so alte Menschen wie ich, die vergessen ja auch, recht schnell. Besonders ich. Es ist ja nun mal so. Mein Gedächtnis ist nicht mehr das Beste. Definitiv nicht. Komischerweise so die alten Sachen von früher, die habe ich ja in den Birnen. Ne? Aber so das Kurzzeitgedächtnis ist für ein Popo. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Da muss ich hin. Sollte vielleicht eben mein Handy anmachen, falls mich hier jemand anruft. Ja? Nein, bleibst du da drin. So, Entschuldigung. Man weiß ja nie, was kommt. Ne? Dass mich Margaret anruft, braucht meine Hilfe. Ich bin da nicht schnell, das wäre ja fatal. Das geht ja nicht.
ich glaube schon, dass mein Freund Balu mich da vertreten würde. Aber der hat so einen weiten Weg. Ist dann auch wieder schlecht. So, noch einmal hier, so Dingens, Bummens. Und dann haben wir das. Wunderprächtig. Jo. Das muss ich bei. Ach, hoppala. Ich glaube, die war es, ne? Ja, genau. Nee. So. Schön aus. Oh, da hat doch einer das Schild, hat keiner gesehen, ne? Okay. Ich habe mich so bemüht, es zu treffen und habe es doch geschafft. So. Noch einmal so machen. Das randale Geblinke machen wir wieder gut. Oh, das passt noch nicht. Oh, nimm sie Abstand, der ist breiter, wie ich dachte. Oh, länger oder ja, irgendwie so. So, wir senken. Wir schalten ein und dann geil dann los. Schön sachte. Kann man das auch von hier drin machen? Na, das sieht man schlecht, ne? Weil er pinorrig da im Weg hängt. Warten wir mal. Kann ich den denn neben sich von außen machen? Das ist doof. Habe ich jetzt keine Lust zu. Dann machen wir das wieder so, ist besser. Holla, fast nicht ganz, aber fast. Na, komm zu. Es klappt nicht. Shit, es klappt nicht. Da habe ich einen falschen Dings gehabt. Falschen Blick. Oder wie das heißt. Fein hat er jetzt Move. Jetzt sehen wir das an. Drehen das Schleuer um. Wir sind ja gar nicht dumm. Wir drehen einfach um. So, guckst du. Und dann senken wir das runter ab, Dingens, und dann geht das los.
mal, das geht doch. Wer hat denn hier gesagt, dass das nicht geht? Verstehe ich gar nicht. Geht doch. Es geht doch. Somit denke ich mal, werden wir die ersten Heu- und Silagebahnen bekommen, dass wir dann schon mal das erste Mischfutter produzieren können. Mal sehen, was es ergibt. Ob es sich dann schon mal lohnt, so ein paar Kühe in den Stall zu stellen. Mal gucken. Ja, und wie gesagt, Geld, Geld, Geld. Wir brauchen Geld, 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 Geld. Dann werden wir auch noch in der nächsten Zeit, also wenn die Soja runter ist, auch Kartoffeln ansetzen, ja klar. Kartoffeln aufsetzen ist auch schön, ne? Wenn wir Kartoffeln sehen, trödeln, stecken. Kartoffeln stecken, ne, heißt es eigentlich richtig. Also früher bei uns immer hieß es Kartoffeln stecken. Ich weiß, wo der Vater ist vorhergelaufen. Ist ja all gespannt, also zum Schritt im Garten hin. Ist all gespannt. Muttern und Icke sind dann hinterhergelaufen, Korb mit Pflanzkartoffeln ins Loch geschmissen, mit Fuß zum Schoben drauf getreten, mit leicht. Und dann ging dann weiter, von Loch zu Loch. Mein Gott, das waren Zeiten. So als Kind hatte man das doch gut, ne? Man hatte keine großen Sorgen. Musste sich um nichts großartig kümmern. Gut, wir mussten zu Hause halt helfen. Im Garten. Im Haus brauchte ich nicht. Ja, mein Aufgabenbereich war draußen der Garten, also im Garten helfen. Samstags die Regenrinne fegen vorne an der Straße. Und das war so meine Aufgaben. Ja, und wenn die Kartoffelernte war, wie gesagt, dann sind wir ja immer los zu unserem Bauern hier, wenn der da am Boden war. Dann haben wir da hinterher gesucht. Und was ja viele auch gar nicht mehr wissen, diese Herbstferien hießen ja früher allgemein Kartoffelferien. Weil das ja die Zeit ist der Kartoffelernte. Und dann hat man bei den Bauern helfen können. Hinter dem Roder hinterher suchen und so die ersten war es noch, die haben ja die Kartoffeln auch nur aus der Erde geholt, die haben ja noch gar nicht mal durchgesehen, da musste es ja sowieso hinterherlaufen mit etlichen Leuten. Und da sind die Landwirte bei uns in die Schulen gekommen und haben gefragt, wer helfen möchte, und dann hast du von der Schule freigekriegt und konntest dann damit mithelfen. Bei den Bauern gab es immer gut zu essen. Ne? Mittagessen, Kaffee. Ja, gut, Kaffee haben wir da nicht gekriegt. Die Kinder kriegten da Kakao. Hast man so ein bisschen Taschengeld gekriegt. Das war schon nicht schlecht. Entschuldigung. Das gibt es ja heute alles nicht mehr. Und auch, ne, wenn man so sieht, die Roder sind ja heute schon so gut, dann bleibt ja nicht mehr viel, was da liegen bleibt. In der Erde.
Die nehmen das jetzt schon gut auf. Was da auf dem Feld liegen bleibt, das sind ja überwiegend Sachen. Kartoffeln, die schon aussortiert worden sind. Aber ich fand das damals nicht schlecht. War schon schön. Und wir hatten hier schräg gegenüber von unserem Haus war noch Kuhweide. Da wurde dann zweimal im Jahr auch drauf geheult. Und das wurde nicht sofort, sag ich mal, wenn er trocken war, in den Ballen gepresst. Dann hat er das doch auf so Ständer gesetzt. Auf Reiter heißt das, glaube ich, ne? Oder hieß das, weiß ich jetzt gar nicht. Und ich lag das meistens so ein, zwei Tage auf diesen Reitern und dann wurde das Lose zusammengeholt. Auf den Wagen gepackt. Nur wir Blagen waren ja so fies. Wir haben dann so teilweise die Dinger ja nicht auseinandergerissen, aber so ein bisschen, so dass man da reinkrabbeln konnte. Das fand der Bauer dann nicht ganz so witzig. Aber war halt so, ne? Ich weiß noch, sein Vater damals, wenn die hier Heu gemacht haben und haben das dann zusammengesucht. Nachher auch dann, wie sie dann eine Ballenpresse hatten. Dann ist er immer noch mit Pferdegespann hinterher und mit so einem großen, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, so eine Art Rechen, ne? So ein Riesending. Vom Pferd gezogen. Opa saß da hinten drauf und konnte dann mit dem Hebel eben diesen Rechen runterlassen und hat dann die letzten Reste zusammengefegt. Genauso, wenn gemäht wurde, dann hinterher mit dem Mähbalken, dann ist Opa immer rumgelaufen mit der Sense und hat die Ecken sauber gemacht, ne, ausgeschnitten. So bis an den Zaun ran und dann in den Ecken, wo man mit dem Traktor nicht so richtig hinkam. Ne. Es war, ich glaube, es war damals gemütlicher. Es war ein Haufen Arbeit, ja, garantiert. Aber das war mit Sicherheit nicht so stressig, wie es heute ist. Denke ich mir. Weil man auch diese Mengen gar nicht hatte. Ne? Die Bauern hatten ja von jedem etwas. Und gut war. Da konnte man von einem kleineren Hof auch noch leben. Was heute ja, denke ich mal, ein bisschen schwierig ist. Die Landwirtschaft hat sich sowieso, wenn man dazu. Ich meine, ich komme nicht aus der Landwirtschaft. Ne? Das wissen die meisten von euch ja auch. Ich wohne nur halt am Land. Das ist nun mal so. Und da kriegt man ja nur doch so einiges mit. Wenn ich mir dazu überlege, wie sich das alles verändert hat, alles auf Masse geht, das ist schon krass. Genauso, wir sind hier früher, kam hier immer eine Dame lang gefahren mit einem Ford Transit. Und hinten drin hatte im Transit hatte die so ein, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal so 2000 Liter Kanister oder Edelstahltank, nicht Kanister, Edelstahltank. Und da konntest du frische Milch kaufen. Nicht pasteurisiert, also nicht abgekocht, gar nichts, frisch von der Kuh quasi. Die kam hier jeden Tag rumgefahren und dann konntest du deine Milch kaufen. Oder bist eben zum Bauern gegangen mit deiner Milchkanne, konntest du auch machen, hast dir da einen Liter Milch geholt. Das dürfen die heute alles gar nicht mehr. Ne? Ist ja unvorstellbar. Und ich habe diese frische Milch direkt von der Kuh, ich habe die geliebt. Jetzt nicht direkt von der Kuh abgezapft, so, ne, so drunter legen und direkt trinken. Dann ist sie ja noch warm, das hat mein Bruder auf dem Hof gemacht. Meine Eltern sind Kriegsflüchtlinge. Die kommen aus dem, ja, jetzt gehört es ja zu Polen, wo die gewohnt haben, damals war Schlesien. Und die sind die ersten Jahre, wie sie hier hingekommen sind, halt haben sie auf dem Bauernhof gewohnt und haben dann da neben ihrem Job dann noch auf dem Hof mitgeholfen.
Und mein Bruder ist halt groß geworden und der hat dann da auch immer geholfen. Und wenn die Kühe gemolken wurden, hat er sich auch unter die Kuh gelegt, hat er die frische Milch direkt von der Kuh. Ne? Also ja, keine Hemmung. Aber ob ich das mögen würde, weiß ich nicht. Aber sonst so die Milch, wenn die dann abgekühlt war, lecker, lecker, muss ich schon sagen. Das war schon klasse. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch mögen würde. Das ist ja nur schon ein paar Jährchen hin. Ne? Die Schmecker verändern sich ja, aber das war schon gut. Und ich sehe mit Erschrecken, wir haben schon wieder überzogen. Liebe Leute, ich melde den Rest jetzt schnell zu Ende. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, entweder beim Schwadern wieder oder so. Mal gucken. Also, macht's gut, macht euch einen schönen Tag, genießt das Leben, bleibt gesund und macht nichts, was ihr nicht auch machen würdet. Ne? In diesem Sinne. Tschüssing!